Hallo, hey, moin und willkommen zurück zu Quantum Break. Wir sind hier im Monarch HQ und wir sind schon relativ nah am oberen Bereich, glaube ich. Ist eben einem Schiff da begegnet, vielleicht Dr. Henry Kim. Man weiß es nicht, aber der ist zwar auf uns zugeschiftet. Wir konnten ihn aber irgendwie vertreiben oder so. Zumindest hat er uns nicht angegriffen. Vielleicht, weil wir auch so ein bisschen Chronon verändert sind. Ich meine, wir können uns ja auch bewegen, wenn die Zeit angehalten ist. Diese normalen Soldaten, ja nur durch ihre Technologie. Naja, vielleicht klärt sich das ja noch auf. Noch eine Tür, bei der ich Hilfe brauche. Du bist bei Serenes Büro. Gut. Nur einen Moment, die ist etwas schwierig. Serene hatte Zugang zu der CFR-Kammer. Und da steht ein ziemlich gefährlicher Typ Wache. Ich hab's. Sei vorsichtig, okay? Okay, damit sind Paul wir bei schon verschwunden. Pauls Büro. Aber er hatte genau das zurückgelassen, was ich brauchte. Okay, eine Notiz an mich, also an Jack. Ich habe denselben Weg bestritten, auf dem du dich jetzt befindest. Eins aus deiner Perspektive vor langer Zeit, wenn gleich Zeit nicht mehr diese Bedeutung für mich hat, kam auch ich in die Berührung mit einer Zeitmaschine. In meinem Fall war es keine von Menschen gebaute Zeitmaschine, sondern eine natürliche in einer Höhle. Hä? Das ist nicht von Paul. Die Existenz der Zeitmaschine dürfte keine Überraschung sein, wenn man berücksichtigt, dass auch Naturreaktoren existieren, sowie die nun erloschenen Reaktoren im afrikanischen Oaklaw. Und schließlich hat das Mal Joycefeld einige Unregelmäßigkeiten. Auch ich wurde Chronon aktiviert. Auch ich entwickelte eine Chronose. Das ist, diese Chronon-Krankheit, die Paul hat. Und mit der Zeit verlor auch ich die Kontrolle und wurde zu einem Shifter. Wurde gleichzeitig alles und nichts, war überall und nirgends, starb endlose Tode und war noch immer am Leben. Meine eigene Wahrscheinlichkeit, jede Möglichkeit gleichzeitig eintreffend. Okay, das ist sehr interessant. Von wem ist denn das? Ich bin etwas Kleineres. Eine Luke. Aha. Okay, ja, da muss man sich jetzt ein bisschen reindenken, um das zu verstehen, aber ich werde es jetzt mal nicht auflösen. So, das war also nicht von Paul an uns, sondern von jemand anderem. Das hier ist wohl Pauls Laptop. Ein bisschen bescheiden sieht das hier drin aus, oder? Vielleicht hat er alles wegbringen lassen? Wer ruft denn da an? Leck mich. Keine Spielchen mehr. Ich will, was mir gehört. Ja, natürlich. Der CFR. Wenn du nur verstehen würdest, wie viel von ihm abhängt, würdest du ihn hier lassen. Aber ich weiß, es ist dir egal. Das stimmt. So ist es. Und du kannst mich nicht aufhalten. Ja. Ja, alles wird so kommen, wie es kommen muss. Wir sehen uns bald wieder, Jack. Oh. Bradbury-Schwimmhalle, die hat Paul ja schon in einer seiner Zukunftsvisionen gesehen. Das heißt, er weiß, wo die Zeitmaschine ist. Ich tanze nicht mehr nach deiner Pfeife, du verrückter Bastard. So. Zwischen den Anomalien lagen nur einige Minuten. Die Gegenmaßnahme war Pauls Preis. Alles, was er erschaffen hatte, basierte auf Wills Erfindung. Sein Plan beruhte auf ihr. Klar habe ich mich darauf gefreut, sie ihm wegzunehmen. Nur eines von Serenes Medikamenten hatte die Explosion überstanden. Seine Zeit lief ab. Und nicht nur seine. Chronon Particles. Letzte Medikamente. Hier haben wir nochmal. Okay, man kann es sich mit Jack auch nochmal ganz normal ansehen. Gucken, was er dazu sagt. 17 Jahre, die er zweimal durchlebt hat. Alles aus dem Gedächtnis aufgezeichnet. Er wusste, zu welchen Markttrends es kommen würde. Er verfügte über das Wissen, ein Vermögen zu machen. Und das tat er dann auch. Ja, aber mal so Butter bei die Fische. Wenn ich jetzt in meiner Vergangenheit wäre und ich wüsste, dass jetzt bei irgendwelchen Ereignissen, Super Bowl oder irgendwelchen Sportsachen sowas, ich wüsste, auf was ich wetten müsste, dann würde ich mir doch auch nicht die Chance entgehen lassen, da ein bisschen Cash abzugreifen. Gut, Lottozahlen werde ich mir vermutlich nicht merken können, aber ja, also da wäre ich wahrscheinlich auch kein weißes Hemd. Also da würde ich auch versuchen, ein bisschen Cash abzugreifen, wenn das so leicht verdientes Geld ist, dadurch, dass ich Wissen aus der Zukunft habe. Ja.
Paul sagte mir, dass er versucht hatte, alles zu ändern. Aber er hatte versagt. Was er gesehen hatte, ließ ihn zerbrechen. Ich hatte gesehen, wie Beth dasselbe Schicksal ereilte, aber Paul, es verzehrte ihn. 2022 ist nichts. Na gut, das Ende der Zeit ist ja... Fängt ja angeblich... Wo fängt das Ende der Zeit an? Gray Area Events Unknown. Okay, das müsste der Zeitpunkt sein, wo wir sind, oder? Nein, wir sind 2016 noch, aber... Fracture Begins. Ja. Cronon Harvesting Complete. Aber das Cronon Harvesting Complete war doch schon, als wir am Ground Zero waren, oder? Shifter Testing. Naja. Auf jeden Fall sehr interessant, was auf diesen Tafeln so steht. Da oben ist nichts. Das hier hat sich ja, glaube ich, geöffnet, oder? Dort oben waren wir letztens als Paul rausgekommen. Und sind dann runter. Was haben wir denn hier? Ein Laptop? Dr. Emerald war der einzige Grund, warum Paul noch am Leben war, aber ihren Unterhaltungen zufolge war ihre Beziehung nicht nur beruflicher Natur. Es ist nicht an mir, das zu kommentieren. Ja, den Eindruck hatte ich auch schon. Paul war ein sehr mächtiger Mann, der Kopf eines Imperiums. Aber hinter dem Schleier war er ein sterbender Mann. Es gab deutliche Anzeichen dafür. Chance zu gehen, Joyce! Was? Wer zum Teufel? Nur einer? Es ist doch wohl klar, dass du mich nicht vom CFR fernhältst. Du siehst echt nicht stark genug dafür aus. Emily. Okay, Liam Burke. Klinike. Oh. Er hat einen Kronon-Dämpfer. Aber den Gefallen werde ich hier nicht tun. Das Ding mache ich aus. Kann ich nicht. Verdammt, ich kann es nicht abschalten. Das heißt, ich muss ganz normal gegen ihn kämpfen. Ich habe nur noch einen Schuss. Na dann. Na, komm schon her. Ohne Kräfte gegen jemanden kämpfen, der dieses Ding anhat, ist auch nochmal interessant. Ja, aber ich fürchte, das war's. Das Gerät ist beschädigt an seinem Rücken. Lass es, Mann. Bleib liegen. Fick dich. Für mich steht dabei zu viel auf dem Spiel. Du gehst nirgendwo hin. Das Gerät ist aus. Er hängt in der Zeit fest. Aber der war ja auch schon ordentlich ramponiert, ne? Wenn der nicht verblutet, ist das ja auch ein Wunder. Als ich ihn sah, relativierte sich alles. Sie wurden alle in die Irre geführt und so manipuliert, dass sie glaubten, sie würden tun, was richtig war. Was notwendig war. Liam Burke hatte seine Wahl getroffen. Liam Burke war ein unnötiger Verlust. Wie so viele, viele andere. Naja, warum plötzlich der Kronendämpfer jetzt aufgehört hat, kann ich nicht erklären. Okay, schauen wir uns diesen Laptop an. Das Rettungsboot drehte sich um die Gegenmaßnahme. Er wusste, dass Will versuchen würde, sie wieder in seinen Besitz zu bringen. Deshalb wurde er umgebracht. Und er wusste, dass ich es irgendwann auch versuchen würde. Er hatte offensichtlich recht. Ja, hatte er. So, das Ding ist doch wahrscheinlich noch offen, oder? Ich meine, Charlie hat das Teil geöffnet. Ich glaube nicht, dass Liam die technische Expertise besitzt, es wieder zu schließen. Ja, ich bin bei der CFR-Kammer. Die Tür ist verschlossen. Die übersteigt meine Zugriffsrechte bei weitem. Aber da mein Freund vorhin das Sicherheitssystem ausgeschaltet hat, sollte ich sie öffnen können. Ich weiß zwar nicht genau, wie der Plan aussieht, aber jetzt liegt alles an dir. Viel Glück. Es war so, als würde man anschauen. Es gab eine Art Kampf in der Kammer. Dies war ihre heilige Rille, keine Einzelheiten, aber jemand hatte danach aufgeräumt. Ein Mann namens Charlie Wincott. Ich glaube, er hatte sich entschieden, Widerstand zu leisten. Leider ist das nicht gut für ihn ausgegangen. Aha. Nun, es scheint, dass das diese Art von Arbeitsumgebung ist. Er hat einen Headshot kassiert von Martin Hedge.
Persönliche Notiz zum CFR, Dr. Henry Kim. Auch interessant, werde ich jetzt aber nicht anschauen. Okay, ja, schauen wir uns das Ding, würde ich sagen. Wer ist hier nicht? Ich werde so viele Kronon-Quellen übersehen haben, das ist echt unfassbar. Aber okay. Hat ja bisher funktioniert. Will hatte 11 Jahre gebraucht, um die Gegenmaßnahme zu bauen. Beth starb für sie. Und ich wusste, sie könnte den Riss reparieren. Dieses verfluchte Ding. Das Problem war, ich hatte keine Ahnung, wie man sie benutzt. Und der Einzige, der das wusste, war tot. Aber Monarch nahm sich seiner an, bevor das geschehen konnte. Die Universitätszeitmaschine. Der Kern ist hier. Monarch hatte seine eigene Zeitmaschine gebaut über der CFR-Kammer. Sie war mein Ziel. Sie glaubten noch immer, dass Sie Ihren Bruder retten konnten? Ja. Daten-Samurai. Ja, wir haben keine Ahnung, wie das Ding funktioniert, dieser CFR. Einfach wild Knöpfe drücken hat nicht funktioniert. Ja, schade, dann klappt gar nichts. Dann müssen wir versuchen, irgendwie zu Will zu kommen mit der Zeitmaschine aus dem Monarch. HQ. Wir hoffen, dass das funktioniert. Reisen wir mal nach oben. Ich weiß jetzt auch gar nicht, ob Liam Burke jetzt tot ist, oder... Ich glaube, er ist nicht tot. Ich glaube, er hat überlebt. Paul hatte den Kern der Zeitmaschine aus der Universität in seine Maschine eingebaut. Das war Teil seines kranken Verlangens nach Kontrolle. Aber dadurch erhielt ich eine letzte Chance, alles in Ordnung zu bringen. Ich konnte in die Vergangenheit reisen, vielleicht Will finden, bevor Paul ihn tötete. Und wenn ich Will die Gegenmaßnahme geben könnte, könnte ich vielleicht das Ruder noch herumreißen. Sehr viele vielleicht für meinen Geschmack. Okay. Da hinten ist irgendwo die Zeitmaschine. Der Kern war installiert, die Maschine bereit. Ich musste den Korridor in Position bringen. Machen wir das mal. Okay, so sollte es funktionieren. Korridor wird aktiviert. Phase 1 gestartet. Sämtliches Personal muss den operativen Bereich. Ja. Ach stimmt, wir sind ja gar nicht alle. Ach, wir werden ja sofort angegriffen, wenn wir hier sind. Das wusste ich nicht mehr. Natürlich. Boah, diese... Bescheuerte... Ich kann mich gar nicht bewegen, wenn ich das mache. Das ist doof. Das ist ja doof. Okay, wir hauen erstmal die komische Maschinenleute um. Okay, hier ist gerade keiner. Hä? Ach, du bist in der Zeit stehen geblieben. Dann hauen wir dich um. Bleib doch mal... Mann, die sind so schnell, die Leute. Ich glaube, ich stelle mich mal hier so genau hier weg. So, wir haben jemanden. Einen haben wir doch. Und jetzt bist du dran. So. Und dir hau ich eine. Zack. Aus. So, jetzt läuft bestimmt die Zeit weiter. Schätze ich mal. Oder? Ja. Habe ich ihn erwischt? Ich hoffe. Oh, warte mal, da ist ein Rucksack. Rucksack. Karabiner. Backdashen. Warum geht das nicht? Okay, Cooldown. Verdammte Cooldowns. Oh, vorsichtig hier. Treffe ich jetzt mehrere damit? Oh, da ist so ein Dicker. Oh. Endlich. Hab ich den Dicken erwischt? Ich wollte den Dicken erwischen. 3 Schuss nur noch. Ich schnapp mir mal die Schrot. Los jetzt. Na komm, lad nach. Ist denn hier noch jemand? Da hinten? Ich habe jetzt nicht so viel geredet, weil... Ich habe es ein bisschen kniffliger. Finde ich.
Oh! Da war eine Granate. Na gut, ihr seid natürlich jetzt die kleinen Fische. So, kam da noch viel? Kam da noch ein Juggernaut? Das weiß ich auch alles mir, wie ich das alles vergessen habe. Echt schlimm. Was? Ah, oh, da oben ist noch ein Dude. Bist du der Letzte? Wäre mir aber sehr sympathisch, wenn du der Letzte bist. Na, wo bist du? Wo bist du? Da. Okay, war tatsächlich der Letzte. Danke für Ihre Geduld. Oh, gern geschehen, du langsame Computerfrau. Die Maschine war bereit. Ich musste nur das Datum eingeben. Okay, geben wir das Datum ein. Für welche Zeit möchtest du denn, Jack? Such dir was aus. Wie wär's mit... Na, der früheste 2000 Zeitpunkt, und zu dem ich zurückkehren konnte, war die erste Aktivierung des Kerns in der Universität. Wenig Zeit, um ihren Bruder zu retten. Ich hatte keine Wahl. Ich hoffe, du hältst dein Werbeversprechen. Stimmt, er kann ja nur zu dem Zeitpunkt reisen, wo der Kern das erstmal aktiviert wird. Und da das der Kern aus der Universität ist, muss er ja... Ist das der Zeitpunkt, wo wir mit Paul das Ding aktiviert haben? Aber die müssen das Ding doch schon mal vorher aktivieren. Um das Ding zu testen, hatten die den doch schon mal an, oder nicht? Naja, keine Ahnung. Gehen wir einfach mal rein. Zurück an die Universität. Jack, hier rein! Schnell! Sie sind aus dem Labor entkommen! Was geht ab, Jungs? Oh, Scheiße! Ne, Jack kriegt's auch nicht auf. Hier ist er, hallo. Aber der Kern darf auf gar keinen Fall beschädigt werden. Na. Was geht ab? Ich kam dort an, als Jungs, sich der Riss gebildet hatte. Wie Jack so schön sagte. Zu spät, alles zu beenden, bevor es jemals begann. Aber nicht zu spät, um Will zu retten. Sie mussten ihn nur rechtzeitig finden. Ja, das war der Plan. Ja, wir müssen Will finden, bevor die Decke über ihm zusammenbricht. Das heißt, es ist jetzt ein Spiel gegen die Zeit. Prowler-Team, mach die schweren Jungs in der Tiefgarage bereit. Ich erhalte keine Antwort von Raider Team 3. Wir könnten ein Problem haben. Okay. Zur Hölle bleibt das Bergungsteam. Der Kern hätte schon längst an Bord des Hubschraubers sein sollen. Hedge hatte recht. Sie hätten zuerst... Waffengebrauch freigeben! Was? Waffengebrauch freigeben? Ein dicker, oder? Warum bin ich eigentlich zu nah rangekommen? Das war ja gar nicht so schlau von mir, als Sattler. Ich habe mich da mal wieder ein bisschen verschätzt, fürchte ich. Shit. Ich bin auf einen dicken zugedasht und hab gedacht, ich pack das. Ja. Euch umzuhauen, so, jetzt gehen wir mal ein bisschen vorsichtiger hier lang. So, da haben wir, glaube ich, einen erwischt. Oh, wir haben offenbar so einen Tank erwischt oder sowas. Da feuern wir auch mal alles so rein, was wir so haben. Oh. Einmal Zeitschild benutzt. Ab jetzt vorsichtiger sein. Noch ein dicker. Die schweren Jungs. Er macht uns die Hölle heiß. So. Oh Mann. Aiming Gott. Wieder am Start hier. Okay, das waren schon alle. Will und ich standen im Innenhof, als die Anomalie alles ins Chaos stürzte. In dem Moment musste ich ihn aufhalten. Ist doch gar nicht so schwer, wenn man sich nicht anstellt wie ein abgelaufener Joghurt.
Oh. Okay, Zeitschild. Zeitschild. Zeitschild, gut. Wie komme ich da hin? Waffe. Waffe. Ja, geh mal her. Kumpel. Danke. Danke. Das sieht auch cool aus. Man kann ja auch diese, ich weiß gar nicht, wie man diese Bilder nennt, wo man die dann auch so, ja, so einfängt, diese Lichteffekte. Sieht auch sehr, sehr ansprechend aus. So, wer ist hier? Guck da oben, was ist denn da? Ach, der Helikopter, der den Kern abholen will. Das Bergungsteam quasi. So, ich kann diesen Part leider nicht allzu lange machen, weil mein Speicherplatz neigt sich dem Ende zu. Das heißt, dieser Part wird ein bisschen kürzer sein. Aber das hier kriege ich jetzt wohl noch hin. Zack. So, euch habe ich. Oh. Kuppel. Na, hä? Sieht ja aus, als hätte ich ihn nicht getroffen. Seltsam. Okay. Komm, kommt mal ruhig zu dem Kronenberg. Ey, ich dachte, ich kann den Kronenberg sprengen. Boom, habe ich jemanden erwischt? Nein, schade. Dann hau ich dir halt eine... Wow. Okay. Auch wieder alles nicht so funktioniert wie gedacht, aber das wird schon. Sehr schön. Okay. Wo sind wir hier? Auf dem Parkplatz? Das ist aber nicht der Parkplatz für Wills Auto, oder? Nee. Können wir was zurückspulen? Ja. Das sieht aus, als müssten wir flashen. Bevor das Ding wieder zu... Moment mal. So. Das geht ja richtig schnell zu. Aber hat funktioniert. Okay. Hier haben wir jetzt noch Gegner. Mhm. Vielleicht bemerken die uns ja nicht sofort. Das war mal wieder etwas ungeschickt. Du bist einer von den Maschinenleuten. Die will ich hier aber gar nicht haben. Bist du ein Dicker? Ja, oder? Oh nein, der ist in der Zeit eingefroren. Den kann ich noch gar keinen Schaden machen. So, noch ein Dicker. Da ist so einer. Das funktioniert überhaupt nicht. Möglicherweise kann ich ihn überhaupt nichts, wenn er sein Schild offen hat. Dann kann ich es wohl jetzt. Okay, der dürfte erledigt sein. Gib mir mal dein leichtes Maschinengewehr. Damit sind die beiden active. Nachdem Win und ich aus dem Labor nach dem Experiment entkommen waren, schien es, als ob Monarch es noch mit jemand anderem außer uns zu tun hatte. Das war aber auch ich. Ja. Ich weiß gar nicht, ob die Clarice schon gecheckt hat, dass wir ein zweiter Jack Joyce sind. Oder ob sie denken, dass wir einfach der andere sind. So, der da ist doch noch aktiv, oder der Dicke? Bist du noch aktiv? Ja, ne? Du scheinst ein bisschen rumzubuggen, Kumpel. Du hast nämlich nicht viel gemacht. Tja. Blöd für dich, nicht für uns. Wir haben Jack Joyce im Aufenthaltsraum der Studenten gesichtet. Meldet vor, das dürfte überhaupt nicht möglich sein. Ich erhalte Meldungen von Schüssen in der Tiefgarage. Seid ihr sicher, dass es Joyce ist? Sichtkontakt bestätigen. Habt nicht zwei von mir erwartet, was? Okay, cool. Dann checken wir mal, wo wir hin müssen. Wir gucken uns das mal an. Burke, was zur Hölle tun Sie hier und hier? Für das Dorf. Die brauchen mich auch. Ich habe keinen blassen Schimmer. Geh mir zu Wade.
Okay, wir müssen jetzt so ein bisschen diesen Schemen hier folgen. Zusammentragen. Immer haben Sie den ganzen Spaß. Wahrscheinlich, weil ich nicht so eine bescheuerte Astronautenhose trage. Die hast du aber getragen, ja. Okay, jetzt da hinten. 665. Der Nachbar des Teufels. 665. Okay. 665. Der Nachbar des Teufels, Mann. Okay. Aber damit können wir arbeiten. Das passt doch. So, ich würde sagen, letzte Aktion jetzt für diesen Part. Was auch immer jetzt kommt. Ich bin noch nicht mit dir fertig. Projektleiter, der jüngere Paul, bevor er durch die Zeit gereist ist. Alles klar, wir haben das Biest an die Stromversorgung angeschlossen. Ja, ich werde mich nie mehr auf Wade verlassen. Aber noch bin ich nicht in Range des Conan. Offenbar kann ich da auch keine Zeitexplosion durch einsetzen. Aber hier kann ich das. So. Ich kann meine Kräfte nicht einsetzen. Machen wir mal aus, das Ding. So, bist du dünn, dünn, dünn. Es wird wohl von woanders mit Strom versorgt. Gelbes Kabel. Was heißt das wohl für uns? Keine Zeit zu vergeuden. Ich muss zu Will. Mal, was ist das hier für ein Ding? Elektriker seid ihr nicht gerade. So, einfach. Aus. Ja, das ist nicht gut. Erinnert ihr euch an diesen Moment zu Beginn des Let's Plays, als Jack da geguckt hat und gesehen hat, oh, der Strom fällt überall aus. Ja, das war er selber. Das fand ich sehr cool, solche Momente, wo sich im Nachhinein sowas aufklärt, wo man merkt, es ist er selber gewesen. Oder wird es sein, besser gesagt. Die Tür ist noch immer blockiert. Wer es auch ist, er oder sie ist noch hier. So, jetzt bin ich im Nachteil, denn die können mich sehen, aber ich kann sie nicht sehen. Weil die haben ihre komischen Lichtteile. Oh, ich renne in den Dicken. Na klar tue ich das. Hallo, ich bin's, der Zivilist. Der Dicke, 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 Dicke. Alles rein da, hier. Wenn er mich jetzt umgehauen hätte, das wäre schon ein bisschen peinlich gewesen. Aber ich glaube, den haben wir jetzt. Das sollte reichen. Ja, okay. So. Okay, ich muss zur Bibliothek. Schrot? Schrot. Gut. Oh, 60 Jahren. Das ist angenehm. Bock auf eine Sissel? Ich muss zu Will, bevor es zu... Keine Zeit. Aber history. Ich muss zu no Will. History, no future. Was? Okay. So, was haben wir hier denn Schönes? Downtown, Riverport, Loudon Square. Mansfield Gate, Dunwich Rowley. Ja, okay. Irgendwelche Comic-Fest. Okay, aber ich würde sagen, damit beende ich den Part für heute. Im nächsten Part versuchen wir dann irgendwie Will zu retten. Also. Ach, scheiße, zu spät. Ich muss die Bibliothek vor ihm erreichen. Ja, es bleibt immer noch spannend. Bis dann, ciao, euer Quinn.